Was sind die Auswirkungen von Nikotin auf das Gehirn? Nikotin ist eine natürlich vorkommende chemische Substanz, die in den Blättern der Tabakpflanze vorkommt. Viele Menschen rauchen oder kauen Tabakprodukte, um diese Substanz zu sich zu nehmen. Es gibt verschiedene Wirkungen von Nikotin auf das Gehirn, einschließlich einer Zunahme der Freisetzung von Neurotransmittern, die das Bewusstsein, das Vergnügen und die Gedächtniszentren stimulieren. Einige Benutzer werden mit der Zeit physisch und psychisch von diesen Effekten abhängig und leiden an Entzugserscheinungen, wenn sie den Tabakkonsum beenden. Es wurden Forschungsstudien durchgeführt, um herauszufinden, ob Nikotin-Patienten, die an der Alzheimer-Krankheit oder dem Tourette-Syndrom leiden, hilft. Seit Jahrhunderten rauchen und kauen Menschen Blätter aus der Tabakpflanze, um die angenehmen Wirkungen von Nikotin auf Gehirn und Körper zu erzielen. Nikotin ist ein schnell wirkendes Stimulans und kann die Blut-Hirn-Schranke weniger als eine Minute nach dem Rauchen überwinden. Sobald sich diese chemische Verbindung im Gehirn befindet, bindet sie an die Acetylcholin-Rezeptoren und fördert die Freisetzung mehrerer Neurotransmitter. Dies kann geschehen, weil Nikotin in seiner Form den körpereigenen Acetylcholin-Molekülen ähnelt. Die Freisetzung dieser Neurotransmitter ist eine der wichtigsten Wirkungen von Nikotin auf das Gehirn, da diese Moleküle dazu beitragen, viele Körperfunktionen zu regulieren. Die freigesetzten Neurotransmitter stimulieren die cholinergen Bereiche des Gehirns und tragen zur Verbesserung der Aufmerksamkeitsspanne und Reaktionszeit bei. Wenn eine Person von Nikotin abhängig wird, kann es für sie schwierig sein, sich auf eine bestimmte Aufgabe zu konzentrieren oder sich darauf zu konzentrieren, wenn sie eine Weile ohne die Substanz verweilt? Tabak zerfällt im menschlichen Körper schnell, so dass Abhängige möglicherweise regelmäßig rauchen oder kauen müssen, um die gewünschten Wirkungen von Nikotin auf das Gehirn aufrechtzuerhalten. Dopamin ist ein weiterer Neurotransmitter, der freigesetzt wird, nachdem die Nikotinverbindung absorbiert wurde. Es wird angenommen, dass dieser Neurotransmitter die Lustbereiche in den Belohnungszentren des Gehirns beeinflusst. Durch die Stimulierung dieser Bereiche wird eine Person entspannter und zufriedener und kann bei manchen Menschen dazu beitragen, den Hunger zu unterdrücken. Diese Auswirkungen können erklären, warum Menschen Nikotin während ihres Arbeitstages als Belohnung behandeln. Dies erklärt möglicherweise auch, warum manche Menschen nach dem Aufhören an Gewicht zunehmen, weil das Nikotin den Hunger unterdrückte. Während der Tabakkonsum erhebliche Nachteile haben kann, glauben einige Forscher, dass die Auswirkungen von Nikotin auf das Gehirn zur Behandlung bestimmter Erkrankungen verwendet werden können. Die ersten Neuronen, die durch die Alzheimer-Krankheit geschädigt wurden, sind die gleichen, die durch Nikotin stimuliert wurden. Einige haben daher die Theorie aufgestellt, dass Nikotinkonsum das Fortschreiten der Krankheit verlangsamen könnte. Patienten, die unter Tourette-Syndrom leiden, erhalten manchmal auch Nikotinpflaster zur Kontrolle ihres körperlichen Verhaltens.